an, drücken meine letzten Schalter. Wieder das Geräusch. Aber keine Veränderung. Vielleicht jetzt die Knöpfe da oben? Schritt zurück, so. Ah, komisch, komisch. Das Ding können wir auch nicht drücken. Was haben wir denn noch hier im Hauptraum? Wir haben... Oh, das Gitter ist wieder zu. Oder war es die ganze Zeit schon zu? Ah, das war zwischenzeitlich, glaube ich, nicht offen. Nur die beiden Gitter. Oh, 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 wo kommen denn die Dämonen her? Ah, komm her. Oh, das war der eine. Noch zwei. Oh, noch drei. Ups. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu übermütig. Wow, ganz viele. Da sollten wir ein wenig Abstand nehmen. Komm her. Komm her. Uffala. Aber wo kamen die jetzt auf einmal so schnell alle her? Vielleicht haben wir sie vorher ausgelöst, ohne es zu merken. Als wir den Raum verlassen haben, sind sie erst aufgetaucht. Aber ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Wir haben alle umgebracht, aber wir sehen nicht, dass sich irgendwo was verändert hat. Das Gitter da ist immer noch zu. Und hier in dem Raum sind immer noch die beiden Schalter da oben und die drei Schalter hier unten. Drücken wir nochmal die Reihenfolge, wo die Geräusche kamen. Das war zuerst rot. Kein komisches Geräusch. Blau. Da war wieder ein Geräusch. Also blau. Gucken wir mal, ob gelb danach kommt. Ja. Blau, gelb. Rot, höchstwahrscheinlich. Außer man kann den Schalter zweimal drücken. Kein Geräusch. Also blau, gelb, blau. Oh, vielleicht müssen wir den Schalter drücken und dann ganz schnell auf den entsprechenden Schalter da oben schießen. Das wird aber arg knapp. So. Und da hat gerade was gefunkelt. Und von hier aus können wir anderen gar nicht treffen, oder? Doch, das passt. Okay, also nochmal hier drücken. Bogen raus und schießen. Sache hier. Wenn wir den Raum gleich verlassen, sind wieder 10 Dämonen da oder so. Und der rote Schalter macht gar nichts mehr. Na gut, gehen wir mal kurz raus, gucken, was passiert. Das Gitter ist immer noch zu. Da oben ist da irgendwas. Na, können wir nicht hin. So, und jetzt laufen wir wieder rein und es sind keine Dämonen da. Also gut, wenn wir die beiden drücken, dann kommt ein komisches Geräusch. Wenn wir die Dinger drücken, gibt es nur ein Klacken.
Wir haben es eben versucht, wir drücken den Schalter und schießen dann drauf. Probieren wir es jetzt mal andersrum. Wir schießen auf den Schalter. Und wir drücken jetzt das Ding. Schon kommt kein Geräusch mehr. Bei dir aber immer noch, richtig? Auch nicht. Und bei dem roten? Also wir haben jetzt nur den rechten angeschossen, das merken wir uns mal. Keiner macht jetzt ein Geräusch. Wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Schießen wir jetzt mal den linken an. So, und drücken jetzt wieder alle drei Schalter. Geräusch. Und Geräusch. So, also der linke scheint die Säulen irgendwie zu aktivieren. Jedes Mal kommt, jedenfalls kommt dann immer dieses komische Geräusch. Bei dem rechten, dann kommt kein Geräusch mehr. Und wie hilft uns das jetzt weiter? Gar nicht, hm? Denn wir haben es mit beiden Schaltern versucht. Also einmal alle ohne Geräusch zu drücken, einmal alle mit Geräusch zu drücken und trotzdem ist das Ding da immer noch zu. Ah, nee, da ist nichts. Und hier in dem Raum mit den Stacheln, da hatten wir das Ding angeschossen, damit da die Wand aufgeht und da reingeschossen, damit hinten die Gitter aufgehen. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Da funkelt was. Oh, hier ist ein Knopf. Ah, Knöpfe könnten gefährlich sein. Trinken wir mal einen Geschwindigkeitstrank, drücken den Knopf und laufen ganz schnell raus. Ja, da bewegt sich was. Oh. Geht nur eine Wand hoch, keine Stacheln. Was haben wir da? Soll das nur ein Hinweis sein? Das ist einfach nur das Bild wieder, das wir schon überall anders gesehen haben. Und ein Trank und noch eine Schriftrolle und ein Schwert, das genauso aussieht wie unser Schwert. Probieren wir mal einfach dagegen zu schießen. Vielleicht klappt's ja. Nö. Also ist das hier nur das Ende eines Abenteuers gewesen, dessen Ausrüstung wir eventuell hätten gebrauchen können. Und der Hinweis, dass wir hier die Schalter anschießen sollen. Was haben wir gemacht? Und alle anderen Bereiche hier sind wir schon abgegangen. Da würden wir zurück in den Hauptraum kommen. Da oben auch. Da ist das Gitter zu und wir haben nur diesen Raum hier. Wo wir jetzt aber schon recht viele Kombinationen ausprobiert haben. Also jetzt müssten die alle noch ein Geräusch machen. Vielleicht müssen wir das Geräusch in der richtigen Reihenfolge machen. Nehmen wir jetzt mal blau, rot, gelb. Also am Anfang gab es ja mal eine Steintafel mit den Farben. Aber da gab es kein Blau. Da gab es ein Lila. Und das hier ist definitiv kein Lila. Mit etwas Fantasie ist es grün oder blau. Also wir haben jetzt blau, rot, gelb. Und es kommt gar kein Geräusch mehr. Okay, blau, gelb, rot. Oh. Das scheint was bewirkt zu haben. Also durch pures Rumprobieren haben wir es jetzt geschafft. Und wir hören ein Gitter hochgehen. Sehr schön. Das wird wohl das Gitter runter sein zu Korkalom. Ha,
Ah, da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber das sind wir ja eigentlich immer. Hm? So, da ist das Gitter. Speichern wir mal kurz ab. So. LP088. So. Gucken wir mal. Oh, da ist schon einer. Und der scheint schon angeschlagen zu sein. Hm. Da ist ja einer von unseren Skeletten hier durchgekommen. Ah, gut. Das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher. Ein paar Pilze und... Oh, da scheint es zu einem wichtigen Tempel zu gehen. Oh, hier haben wir noch eine Wache. Die erledigen wir mal ganz schnell. Das wird hier noch sehr laut. Oh oh, wir haben der anderen Wache nicht den Rest gegeben. Das sollten wir ganz schnell nachholen. Genau du. Oh, da hinten ist eine Kiste. Gucken wir mal. Schön vorsichtig. Oh. Lava. Oh oh. Haben wir hier drin? Ein paar Spruchrollen. Ein Ring. Ah, nette Tränke. Ja, doch. Da gucken wir doch gleich mal. Also, den Trank trinken wir sofort. Der erhöht unsere Stärke. Und dann war noch ein Ring dabei. Ring der Unbesiegbarkeit. Davon tragen wir schon einen. Aber einer mehr kann ja nicht schaden. So. Gucken wir mal kurz hier runter. Auch wenn das mit der Lava da recht gefährlich zu sein scheint, vielleicht ist ja noch irgendwo ein Gang. Ja, hier geht's noch ab. Da könnten wir wohl auch rüber balancieren. Gucken wir erstmal da runter. Fackel in die Hand. So. Oh, vorsichtig. Da geht's auch noch lang. Da auch. Oh, viel zu viele Abzweigungen. Ha. Tagebuch. Das gucken wir uns doch mal an. "23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist der 23. Tag. Es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen haben und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. 28. Tag. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch. Wenn ich nur wüsste, was wir für sie bauen sollen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihre Körper jagen. Ein Schwert? Hm. 78. Tag. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemand anderen mal. Ein Schwert, das die Priester fürchten. Das könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Was haben wir hier noch? Jede Menge Erz. Das brauchen wir nicht unbedingt. Eine Heilung und ein Amulett. Oh gut, kommt alles mit. Im vorderen Bereich des Tempels soll es liegen. Der vordere Bereich ist dann wohl der Bereich, wo die beiden Ork-Statuen waren. Ist hier noch irgendwas? Außer Minecrawler. Ah, komm her. Oh, da brennt irgendwas. Das
wird die Lava sein. Oh. Minecrawler-Eier. Die nehmen wir mit. Vielleicht können wir die noch für irgendwas gebrauchen. Und da war noch eine Waffe dabei. Was genau war das? Eine Barbarenfaust. Die sieht doch ordentlich aus. Und hier geht es dann nicht mehr weiter. Na gut. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, dieser kleine Umweg. Jetzt haben wir oben noch die andere Richtung von diesem Tunnel. Dann können wir wieder hoch und zum eigentlichen Tempel. So, stockduster hier. Aber da oben sieht es wieder hell aus. So, da geht's zu... Naja, da könnten wir auch noch lang. Oder da hinten hoch. Aber speichern wir erstmal ab. LP 89.